Ja, weil die kurz vor dem Ende der Transferperiode im Sommer 21 bist du zu SV Elversberg gekommen. Ist jetzt ungefähr ein knappes halbes Jahr her. Zeit, mal ein bisschen dich kennenzulernen. Wie hast du die letzten Monate erlebt hier in Elversberg? Ja, eigentlich sehr gut, ne? Also ich kenne ja Elversberg schon, da ich ja eher aus dem Saarland komme, kenne ich so den Verein, ich kenne das Umfeld hier, aber ich fühle mich halt extrem wohl, ne? Da ich auch bei meiner Familie bin, passt das sehr, sehr gut. Nochmal kurz auf den Anfang zurück, du kamst ja vom SC Verl aus der Liga 3, dort lief es ja nicht ganz so rund für dich, war Elversberg da so gewissermaßen Neuanfang für dich? Ja, kann man schon so sagen, ne? Also ich bin dann mit einem Zweijahresvertrag nach Verl gewechselt und habe es mir halt anders davor gestellt, wie es dann die ersten zwei Monate gelaufen ist. Und da war mir direkt klar, dass das so einfach keinen Sinn macht. Und dann war ich mit Elversberg direkt schon im Kontakt und dann war ich einfach froh, dass es geklappt hat. In 16 Einsätzen hast du 9-mal getroffen in der Vorrunde. Von außen hatte man so das Gefühl, du hast dich perfekt hier eingefunden von Anfang an. Würdest du das bestätigen? Ja, absolut. Auch von der Mannschaft und das Trainerteam passt es einfach und ich bin einfach froh, dass ich hier bin. Du hast eben schon gesagt, Großeinfindung war nicht gefragt, nämlich du kommst ja aus dem Saarland. Die Karriere beginnt bei der SG Rehling-Siersburg, dann gehst du zu JFG Saarlouis, in Saarbrücken warst du auch heimisch. Wie würdest du insgesamt so deine Kindheit hier im Saarland, deine fußballerische Laufbahn beschreiben? Ja, extrem schön, ne? Also ich gehe ab und zu nochmal in Rehling ins Sportheim oder nach Saarlouis, da spielt mein kleiner Bruder und kenne noch da die ganzen Trainers und die ganzen Betreuer noch. Also ja, es war einfach eine extrem schöne Zeit hier und deswegen freue ich mich einfach immer, wenn ich die anderen Trainer nochmal sehe. Kaiserslautern, Hannover, Rot-Weiß Koblenz, inwiefern haben dich diese weiteren Meilensteine deiner Karriere geprägt auch? Ja, extrem. Menschlich sowohl auch auf dem Platz, auch neben dem Platz, habe ich mich schon extrem weiterentwickelt und habe da auch extrem gute Menschen kennengelernt, auch sowohl auch in Hannover, auch in Koblenz. Und es hat einfach, jeden Schritt bereue ich gar nicht. Bin einfach froh, dass es so geklappt hat, wie es geklappt hat. Deine Familie ist gefühlt, zumindest so nehme ich das war bei jedem Spiel dabei, unterstützen dich immer, sind da auch deine Geschwister. Dein Vater hat dir sogar damals beim Pokalspiel in Eppelborn, glaube ich, vor dem Interview noch die Haare gerichtet. Ist so dieser Zusammenhalt auch das, was deine Familie auszeichnet? Und ja, hast du noch Verbindungen in Kosovo? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr ein familiärer Mensch und habe einen sehr guten Draht zu meiner Familie. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, das, was ich auch gebraucht habe, wo ich jetzt in Verl war, wo es nicht so gut gelaufen ist und da keiner bei mir war. Und deswegen war es einfach optimal, dass ich jetzt hier in Elversberg bin und meine Familie auch hier direkt ist. Zu der anderen Frage, ja, also meine Oma, Opa und alle, meine Tante, die kommen noch aus dem Kosovo und die wohnen auch dort. Deswegen mein Urlaub mache ich eher öfters in Kosovo als jetzt in anderen Ländern, da ich die auch besuchen gehe natürlich. Nach meiner Recherche hast du sowohl für die Kosovo als auch für Albanien für die U21-Nationalmannschaft gespielt. Wie wird der Fußball angesehen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, in Albanien, wo ich gespielt habe, habe ich 3,5 Jahre gespielt. Da gab es Kosovo noch gar nicht als Nationalmannschaft und habe da ein paar Länderspiele gemacht mit der U21. Und danach halt, wo Kosovo halt als Nationalmannschaft begründet worden ist, habe ich mich natürlich für Kosovo entschieden. Ich glaube, da ist es eher, wie kann ich das sagen, da kommen mehr Spieler auch aus anderen Ländern als aus Deutschland. Und ich glaube, da wird halt die Regionalliga jetzt schon eher niedrig gesehen als jetzt Kroatien erste Liga oder Belgien erste Liga, Holland erste Liga. Aber ich bin einfach froh gewesen, dass ich schon mal dabei war und dass ich auch ein paar Spiele machen konnte. Zu deinen Stärken zählt ja auf jeden Fall dein Torriecher und dein Abschluss. Ist das in deinen Augen was, was man als Spieler erarbeiten muss oder hat man das einfach in sich? Boah, schwere Frage, ne? Aber ich glaube, ich hatte das glaube ich immer schon. Ne? Ich habe immer schon meine Tore gemacht, egal wo ich jetzt war, ob ich jetzt in Koblenz, in Hannover oder hier in Elversberg jetzt meine Tore geschossen habe. Aber natürlich kann man das auch noch trainieren, ne? Ist ja logisch. Trainieren tust du auch tagtäglich im Sturm mit Kevin Coffey, Lukas Schnellbacher. Wie läuft mit den beiden so die Zusammenarbeit? Wie erlebst du das? Ja gut, ich verstehe mich sehr gut mit den zwei. Ich kann auch ein bisschen was vom Coffey noch abgucken, mit dem Ball abschirmen und die Bälle festmachen. Schnellbacher hat auch noch ein paar Spiele auf dem Buckel. Also von ihm kann ich auch relativ viel lernen. Mit einem Spiel weniger steht ihr vor dem Rückrundenstart gegen Hoffenheim 2 mit 5 Zählern im Moment auf Rang 4. Was denkst du, was ist da in der Rückrunde noch möglich? Alles natürlich. Also wir können alle Spiele gewinnen und hoffen, dass wir dann am Ende unser Ziel erreichen. Viel Erfolg dabei und danke fürs Vorbeikommen. Vielen Dank. Danke dir.